Und hallo, willkommen bei dieser sehr copyrighteten Musik. Ich möchte einfach mal drüber sprechen, weil die Musik ist aus irgendeinem Grund so episch und so hastig dramatisch drauf. Dabei bin ich nur gerade im Missionsauswahlbildschirm. Genau, so heißt das. Also weiter geht's mit der Tarnvorrichtung auf Yalara. Unser ortsansässiger Jedi Gelehrter Tjorne fand Informationen über den Planeten Yalara heraus. Der Planet war einst die Heimat einer friedlichen und primitiven Spezies, die noch nicht bereit war, in die galaktische Kultur integriert zu werden. Menschen. Ach nee, Moment, die gibt's ja schon. Steinzeitmenschen. Aus diesem Grund erschuf der Jedi-Meister Broden da. Aus diesem Grund erschuf der Jedi-Meister Broden Kel-Verdox aus der Energie des Planeten eine Tarnvorrichtung, um den Planeten vor seiner Entdeckung zu schützen. Oh, also die haben sozusagen einen ganz neuen Planeten ins Spiel reingebracht. Okay, also hoch Tarnvorrichtung und den Planeten vor seiner Entdeckung zu schützen. Genau. Doch jetzt hat jemand Yalara entdeckt. Begib dich nach Yalara und finde heraus, ob schon jemand dort war. Wenn die Gefahr besteht, dass jemand die oh. Ah, dass jemand die Tarnvorrichtung stehlen könnte, solltest du sie besser zerstören. Okay. Diese Tarnvorrichtung ist zu wichtig, um in die falschen Hände zu geraten. Wir sollten sie besser zerstören. Oder wir sollten den Angreifer zurückschlagen und den Planeten wieder verstecken, keine Ahnung. So, Machtabsorptionsstufe 2. Der Jedi kann schwere Machtangriffe absorbieren, ohne Schäden zu erleiden und einen großen Teil der eingesetzten Macht für sich verwenden. Ja. Waffen. Ach, ich hatte doch den Raketenwerfer dabei. Ach gut, ja, ich nehme die gleiche Auswahl wie letzte Folge. Kontaktmine. Ich habe sogar eine Kontaktmine mitgenommen und das hätte ich so gut gegen den Rancor ausprobieren können. Aber naja, okay. Starten. Hoch. Ist das die primitive Spezies? Die primitive Spezies hat Lampen, natürlich. Tarnvorrichtung? Sieht aus, als sei niemand zu Hause. Ich sollte wohl nach oben gehen und die Tarnvorrichtung ausschalten. Wo ist da der Sinn, bitteschön? Du musst den entweder zerstören oder den Feind bitte zurückschlagen, weil wenn du die Tarnvorrichtung einfach ausschaltest, dann ist der Planet nicht mehr versteckt. Oder ist er nur rein koordinär versteckt? Also, die Koordinaten lassen sich nicht erfassen oder wie das jetzt gemeint mit der Tarnvorrichtung. Moment, das ist kein X-Wing, das ist irgend so ein alter Flieger, oder? Wie heißen die nochmal? Solche gab's bei Star Wars Empires at War. Wenn man der Rebellen gespielt hat, da hatten wir diese uralten, sag mal, Sternenjäger als Einheit. Die konnte man auch nicht rekrutieren, die hatte man nur am Anfang, Überbleibsel Schrott halt. Also, was heißt hier? Oh. Verschwinde von hier. Oh. Warte mal, wer hat das gesagt? Hoch. Habe ich gerade eine neue Knarre bekommen? Nein. Okay. Verschwinde von hier. Okay. Das sind ja scheinbar die Einheimischen, aber okay. Oh, okay, das war das. Das ist hier. Ah ja. Logri.
Wie kommen die denn hierher? Wokri? Ach, du heißt... Du hast keine Chance. Imperiale. Also jetzt muss ich das Ding zerstören. Oh. Und wer gewinnt? Ja, du musst das Ding zerstören, aber wer gewinnt hier? Oh. Du stirbst einen ehrenhaften Tod. Du stirbst einen ehrenhaften Tod. Du stirbst einen ehrenhaften Tod. Interessant, dass die Basics sprechen. Du hast es nicht kommen sehen. Ach komm, Sturmtruppen, selbst gegen die könnt ihr nichts ausrichten. Du stirbst einen ehrenhaften Tod. Ja, einen ehrenhaften Tod, von der Chemiewaffe erschossen zu werden. Wow. Ja, ist immer sehr toll, wenn die Haut wegätzt. Kann ich eigentlich ins Wasser? Huch. Oh, ich kann sogar schwimmen. Oh, das ist ja cool. Allerdings bin ich hier sowas von verwundbar. Das lasse ich mal lieber sofort wieder. Wohin muss ich überhaupt? Da unten bin ich gekommen. Aha, dahin. Und da? Verschwinde oh. Von hier. Nein. So, Muni aufsammeln. Okay, das ja. Dann eben nicht. Gut, weiter geht's. Ich nutze mal ein bisschen mehr Macht bitte wieder. Oh. Nee. Nice. Dunkle Seite vor sie winnen. Blitze, Machtblitze vor sie winnen. Für die helle Seite, yeah. So, was ist das? Werde ich reingesogen, wenn ich springe? Nein, werde ich nicht. Ich sollte mal wieder speichern, ne? So. Das lösche ich mal. Hier speichere ich mal. Ah, noch ein paar Stufen. Nach unten diesmal, okay. Ach komm! Ich sollte vielleicht versuchen, einfach mal zu blockieren. Mal gucken, wie das jetzt, wie gut das jetzt funktioniert. Wow! Nicht so schlecht. Typisch Sturmtruppe. Wow, zwei Treffer wirklich. Ah. Ah ja. Hey, ich habe Kontaktminen bekommen. Nein, Detonationspacks, genau. Dahin muss ich, da ist nichts, okay. Dann ab wieder rum. Dann ab wieder hoch, meinte ich. Ah. Moment. Hier was eigentlich oder sterbe ich? Nö. Okay. Einfach ein Loch. Alles klar. So. Ah. Hui. Au. Oh. Oh.
Sind Sie einer von uns? Verweis? Stirb gehen! Verschwinde von hier! Hol dich doch, Jedi! Ja, das war knapp. So, was ist das? Ach, Packs. Bum Bum Macher, okay. Boah. Okay, die scheinen keine Machtkraft genutzt zu haben. Oh, speichern. Oh. Hä? Ah, da also. Uah. So, geht nicht ab. Ah. Gut, ich wollte eigentlich diesen Sprung-Move machen. Ach, ich habe vergessen zu drücken anzugreifen. Okay. Ja, gut gedeutscht. Gibt's doch nicht. Wie viele kommen denn? Gut, das war mein Glück. Oh. Hilfe! Was sind das für Knarren? Meine Güte! Die sind krasser als die wirken, ne? Das sind Geschosse, die Jedis nicht abwehren können. Mit dem Lichtschwert meine ich. Was geht hier vor? Nix. Ach, mach doch netter. Hey, hey, los, mach mal was. Los, mal los. Yeah. Danke, lad mich auf. Ich bin eine Batterie. Okay. Ich sollte wieder speichern. Und die Folge beenden. Es sind gerade fast 30 Minuten rum. Boah, Strecken. Ja, wir haben in diesem Level neue Gegnertypen gefunden. Säurekämpfer. Genau, die nennen wir mal Säurekämpfer. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.